Okay, dann würde ich jetzt starten. Bei mir läuft die Zeit. Herzlich willkommen an alle Interessierenden, Interessentinnen und Interessenten dieses Vortrags zu digitalen Klausuren in der Praxis, Ergebnisse einer Begleitstudie an der TU Chemnitz. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt schon erst 47 Teilnehmende haben. Mein Name ist Janine Funke. Ich arbeite im Projekt Lehrpraxis im Transfer Plus und in einem anderen SMWK-Projekt zu digitaler Hochschulbildung an der TU Chemnitz. Sie sehen hier noch meine Kollegin Ulrike Rader. Die arbeitet gemeinsam mit mir im BMBF-Projekt Lehrpraxis im Transfer Plus und Dr. Sascha Schneider, der an der Professur Psychologie digitaler Lernmedien arbeitet. Und wir haben gemeinsam diese Studie im vergangenen Semester durchgeführt. Wir wollen heute ein paar Worte zum Hintergrund der Studie sagen und zum Studiendesign an sich und natürlich vor allen Dingen auf die Auswertung oder die vorläufige Auswertung der Studie eingehen, mit einem Schwerpunkt auf zwei verschiedenen Bereichen, die wir untersucht haben. Dann noch ein paar Thesen zum Ende formulieren und mit Ihnen gemeinsam in die Diskussion gehen. Und damit wir nicht so viel Zeit verlieren, würde ich direkt einmal kurz was zum Hintergrund der Studie und zum Studiendesign sagen. Also in der TU Chemnitz ist die Beschäftigung mit digitalen Prüfungen nicht ein Resultat aus dem Sommersemester, sondern begann schon früher. Es gab schon im ersten offiziellen Pilot mit einer digitalen Prüfung in unserem Prüfungssystem Onyx im Jahr 2018 und Diskussionen und also Diskurse mit verschiedenen Akteuren der Hochschule zu dem Bereich digitale Prüfungen. Im Januar 2020 hatten wir sogar noch eine ziemlich große Veranstaltung hochschulintern, wo wir das Thema fokussiert haben und uns mit dem mit dem Rektorat, mit den anderen verschiedenen Akteuren an der Hochschule, mit dem Prüfungsamt etc. Darauf verständigt haben, dass es eine intensivere Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich gibt, um eben rechtliche Regelungen zu schaffen und die Möglichkeit zu etablieren, digitale Prüfungen im Allgemeinen durchzuführen. Mit der Corona-Pandemie hat sich dieser ganze Prozess natürlich dann nochmal beschleunigt, weil die Notwendigkeit, diese Prüfungsform anzubieten, eben nochmal größer wurde. Und das Rektorat hat sich entschieden, im Sommersemester eine rechtliche Ausnahmeregelung zu schaffen, um eben diese Prüfungsform, speziell auch digitale Klausuren an der TU Chemnitz zu ermöglichen. Und unser Rechenzentrum hat gemeinsam mit auch uns und dem E-Learning-Team eine Prüfungsplattform geschaffen, TUC-Exam. Und wir haben uns entschieden, diese Prüfungsphase dann mit einer Studie zu begleiten, um eben langfristig rechtliche und technische Grundlagen zu schaffen, um digitale Klausuren und andere digitale Prüfungsformen an der Hochschule zu etablieren. Und hierzu haben wir verschiedene Elemente genutzt. Wir haben zum einen, also wir haben die Studierenden und die Lehrenden gleichermaßen in die Studie einbezogen und haben mit beiden qualitative Interviews geführt, haben im Vorfeld die Lehrenden intensiv begleitet und beraten bei der Erstellung der Prüfung, haben dann in der Prüfung eine teilnehmende Beobachtung vollzogen und die Studierenden im Nachgang noch mit einem Fragebogen befragt. Und hier in diesem Vortrag wollen wir uns vor allen Dingen erstmal auf den Fragebogen konzentrieren, weil ja, den haben wir jetzt als erstes ausgewertet und die weiteren Ergebnisse werden wir im Laufe ja, der nächsten Monate publizieren. Und zum Studiendesign oder zum Design des Fragebogens würde ich jetzt übergeben an den Herrn Dr. Schneider. Ja, vielen Dank. Auch nochmal herzlich willkommen von mir. Ich würde zu Beginn vielleicht erstmal vorstellen, was für eine Stichprobe hatten. Also wir haben versucht, natürlich so viel wie möglich Klausuren zu gewinnen für diese Idee, dass diese auch online durchgeführt werden können und wir dort Teilnehmende gewinnen. Zusätzlich haben wir aber auch ein paar Klausuren begleitet, die offline durchgeführt wurden, also in einer normalen Klausurvariante in Präsenz. Und insgesamt haben dann 177 Studenten teilgenommen, die im Durchschnitt 23,8 Jahre waren und 63,3% waren eben weiblich. Wir haben es mit Studenten zu tun, die so zwischen dem dritten und vierten Fachsemester oft ihre Prüfung geschrieben haben, also auch nicht ganz im ersten waren, so, also auch ein bisschen erfahrener sind. Und davon war die Hälfte ungefähr Bachelorstudenten, ein Viertel war im Master und ein weiteres Viertel hatte dann ein Diplom oder Staatsexamen.
Ja, insgesamt haben wir bei uns an der TU einen Maschinenbaufokus. Daher gibt es auch einige Studenten aus diesem Bereich, ein paar aus der Psychologie. Vom Grundschullehramt konnten wir welche gewinnen, aus der Informatik und ein paar sonstige Studiengänge. Die Erhebung fand im ersten Teil hauptsächlich in Deutsch statt, bis wir dann auch Anfragen aus dem englischsprachigen Bereich bekommen haben. Dann haben wir die Fragebögen auch noch übersetzt ins Englische, sodass eben auch es gewährleistet werden konnte, dass Englischsprachige dort teilnehmen konnten. Und 145 Teilnehmer der 177 haben eben an einer Online-Klausur teilgenommen und die anderen eben an einer Präsenzklausur. Von diesen 145 Teilnehmern, die Online-Klausuren abgelegt haben, waren rund die Hälfte schon mal mit einer Online-Klausur zugange, sodass also wir so von der Hälfte der Erfahrenen sprechen und die andere Hälfte, die das eher neu gemacht hat. Ja, insgesamt haben wir zwei Blöcke getestet. Also wir haben Fragebögen genutzt, die im Zusammenhang mit Klausuren untersucht wurden und haben uns eben auf zwei Blöcke geeinigt. Einmal so den Block Gefühle, das heißt, wie fühlten sich Lernende oder Studierende während der Klausur, vor der Klausur, aber auch nach der Klausur und wie war der Umgang mit der Klausur selbst? Ich möchte auf ein paar dieser Items, dieser Fragebögen eingehen, die aus unserer Sicht besonders interessant sind und beginne da mit dem Item, wie nervös waren Sie, als Sie erfahren haben, dass diese Klausur eine Online-Klausur ist und eben für die, die in Präsenz geschrieben haben, dann eben Präsenzklausur ist. Und hier sehen wir, dass zum einen das natürlich ein relativ, also der Wert in der Mitte der Skala lag zwischen 1 und 7, also bei 3,8, dass es da aber eine relativ hohe Varianz gab, also viele auch ein wenig nervös und viele hochnervös sind. Ich denke, das spiegelt auch so ein bisschen die normale Bandbreite an Studenten wider. Wenn man sich aber jetzt mal anguckt, wie unterscheidet sich das denn zwischen Studierenden, die jetzt eine Online-Klausur schreiben müssen und die, die eine Präsenzklausur schreiben müssen, dann haben wir einen Unterschied gefunden, einen signifikanten Unterschied, dass eben Online-Studierende eher angaben, nervös zu sein als Präsenzstudierende. Ist also schon ein Hinweis darauf, dass es auch wertvoll ist, auch sich den Unterschied mal anzuschauen. Wenn man sich das nächste Item anguckt, das lädt gerade noch bei mir. Ich weiß nicht, ob die anderen schon die Folie sehen bei mir. Wir können das noch sehen, schon sehen, Sascha. Ah, okay. Bei mir ist gerade noch der Ladebalken. Dann geht es um die Frage, wie fühlen Sie sich eben während der Klausur und um die Frage, sind Sie denn panisch geworden? Das ist natürlich ein bisschen ein stark übertriebenes Item. Das heißt, hier werden die Ausprägungen auch nicht ganz so hoch sein. Aber man sieht wieder, dass es einen Unterschied gibt zwischen Online-Klausur und Präsenzklausur. Das heißt, Studierende, die in einer Online-Klausur waren, die hatten wahrscheinlich eine sehr neue Form der Klausur vor sich und fühlten sich da schon eher panisch als Studierende in der Präsenzklausur. Da gab es dann eben auch Aussagen wie, dass es ein starkes Gefühl der Beobachtung gab, dass es eine sehr unangenehme Situation war, dass die Registrierung lang gedauert hat, dass Verbindungen abgebrochen sind und viele, viele andere Aussagen, die eben darauf hindeuten, dass eben so eine Panik entstehen kann. So, jetzt versuche ich mal auf die nächste Folie weiterzugehen. Irgendwie springt er bei mir nicht so richtig. Wir sind schon, du bist jetzt zwei Folien weitergegangen, meine ich. Jetzt bin ich auf der 11. Genau. Ich sorge mich, ob ich diese Klausur bestehen werde, ist ein weiteres Item. Dort sehen wir, gibt es keinen Unterschied zwischen Online- und Präsenzformaten. Und auch an sich sind die Werte ja wieder im Mittelfeld anzulegen, was eher dafür spricht, dass wenn Sie die Klausur dann belegt haben, dass es dann eher, also weil es ja das Item wurde danach abgefragt, dass es dann doch eher so eine Entspannung gibt, dass wenn man das dann einmal mitgemacht hat, dass dann die Panik dann wieder sich reduzierte, weil es am Ende dann doch ein ähnliches Prüfungsformat war. Genau, dann gehen wir eine Folie weiter. Die Klausur war für mich eine Herausforderung. Es war noch so ein spannendes Konzept. Also ist es denn herausfordernder als eine Präsenzklausur? Insgesamt gaben die Studierenden schon an, dass die Klausuren sehr herausfordernd sind. Also die Antworten waren eher in einem höheren Drittel der Skala. Aber auch hier gab es keinen Unterschied zwischen Online- und Präsenzlehre. Das
viele gaben eben an, dass es halt, wenn man dieses Item beantwortet, dass es eher um das Verständnis geht über den Stoff, dass es manchmal halt sehr viel auswendig lernen ist und dass es halt sehr viel mentale Anstrengungen eben braucht für einzelne Studierenden. Ja, die, das nächste Item ist, ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Klickt ruhig weiter, wenn ich irgendwie, bei mir zeigt es das nicht in der Vorschau an. Also, ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Da fanden wir wieder keinen Unterschied zwischen den Gruppen. Das heißt, also beide waren am Ende gleich zufrieden mit ihrer Leistung. Man sieht so eine leichte Tendenz, dass die Studierenden, die in einer Online-Prüfung waren, vielleicht sogar etwas zufriedener sind. Wahrscheinlich, weil sie eben diese ganzen Hürden, die sie vorher erst gesehen haben mit der Klausur, dann als nicht mehr ganz so relevant nach der Klausur gesehen haben. Dann die nächste Frage ist noch, ich fühle mich, genau, sehen das jetzt alle? Ja, ich fühle mich beschämt, dass ich mich so wenig auf diese Klausur vorbereitet habe. Wir hatten uns sehr lange davor im Vorfeld darüber unterhalten, wie muss man sich denn auf so eine Online-Klausur vorbereiten? Was werden Studierende da wahrscheinlich einschätzen? Das sind ja auch viele Fragen. Wie läuft das Ganze ab? Was muss ich tun? Wie sollte ich mich vorbereiten? Sind das andere Klausurformen? Und in dem quantitativen Daten lässt sich zumindest zeigen, dass die Studenten, die in einem Online-Format ihre Klausur abgelegt haben, sich weniger beschämt gefühlt haben als Studenten, die sich in einem Face-to-Face-Format wiedergefunden haben. Das kann natürlich viele Gründe haben. Gründe könnten sein, dass sie eben vielleicht sich ein besseres Umfeld zu Hause aufbauen konnten, dass sie in dem gleichen Umfeld, wo sie gelernt haben, auch abgerufen haben. Und viele, viele andere Kognitions- oder kognitionspsychologische Effekte, die da eine Rolle gespielt haben, warum dann am Ende es vielleicht zu dieser Einschätzung kam, dass sie sich mehr beschämt gefühlt haben, wenn sie eben in so einer Präsenzsituation sind. Damit leite ich auch gleich über zu meiner Kollegin Ulrike Rader. Ich würde ganz kurz vorschlagen, danke Sascha, es gibt Fragen, ich würde die Fragen einfach ans Ende schieben, sodass Sie das dann gebündelt beantwortet bekommen. Dann würde ich jetzt hier erstmal weitergehen in den Folien. In unserem Fragebogen gab es zudem auch einige offene Fragen und die Ergebnisse, hoffe ich, dass Sie die sich ein bisschen vergrößern können, sind hier geklustert zusammengefasst, dass Sie sich nicht wundern, hier gibt es nochmal eine Linie und mit Ausrufezeichen versehene Antwortkategorien. Das, was aber am häufigsten von den 145 Antworten genannt wurde, war ein Vorteil in der Online-Klausur in der Anreise, der Zeitersparnis und des Umfeldes, was man hier persönlich sich einrichten kann. Mit noch mehr Ruhe, also ich gehe jetzt von unten nach oben, mit mehr Ruhe und einer Korrekturmöglichkeit, die viel, viel schneller vonstatten gehen kann und die es den Dozenten wahrscheinlich auch einfacher macht. Das waren so die Vermutungen. Es gibt auch Studierende, und zwar liegt das bei um die 25, die keinen Vorteil sehen in den Online-Prüfungen, die dennoch aber daran teilgenommen haben, was den Studierenden in diesem Semester zur Wahl stand. Was Sie oberhalb dieser schwarzen Linie sehen, sind Nennungen, die eigentlich keinen Vorteil ausgedrückt haben, sondern die Vermutungen hinsichtlich von Betrug, von ungünstigen Rahmenbedingungen anderen Studierenden gegenüber, der fehlenden sozialen Kontakte, der zusätzlichen Zeit und auch der Nennung, dass die Privatsphäre dadurch verletzt wird. Obwohl die Frage eigentlich war, welche Vorteile sehen Sie in diesen Online-Prüfungen? Sie sehen hier anhand einer Aussage einer Studentin, die im Staatsexamen Grundschullehramt studiert, dass der Anfahrtsweg wegfällt. Anfahrtsweg entfällt, weniger Prüfungsangst, weniger Druck, andere Auseinandersetzung mit dem Stoff und kein reines auswendig lernen, sondern verstehen. Das war so der Vorteil, den man darin sieht. Und hier sieht man auch eine gute Zusammenfassung von dem, was die Studierenden geantwortet haben. Auf die Frage, welche Befürchtungen haben Sie bezogen auf die anstehende Online-Prüfungen, war es ein sehr großer Anteil, der sich mit den Befürchtungen auf das Internet und die Internetverbindung bezieht.
die technischen Voraussetzungen, die bei einigen Studierenden nicht gegeben ist, oder die Befürchtung, dass die Technik einfach nicht funktioniert oder dass man mit diesem Prüfungsformat, was sich bei uns TUC-Examen nennt, Moment, jetzt ist hier schon jemand gesprungen, TUC-Examen nennt, dass es damit Probleme gibt. Also Dinge, die im weiteren Verlauf oder die hier auch noch auf die Unerfahrenheit der Studierenden mit dieser neuen Situation einhergehen. Ich habe hier noch ein Zitat, woran wir weiter noch arbeiten werden. Ich hatte Befürchtung, dass viele meiner Kommilitonen sich während der Klausur untereinander absprechen und nach vielen Antworten einfach googeln, sodass ich im entscheidenden Nachteil bin. Nach dem, was ich erfahren habe, hat sich das für die eindeutige Mehrheit der Prüflinge, also fast alle, bewahrheitet. Das ist etwas, was hier in unserem, ich gehe nochmal die Folie zurück, was man hier noch bei den Befürchtungen mit drin hat. Moment, ich suche gerade unter dem Punkt Betrug. Sie sehen meine Maus nicht. Ja, das ist hier in der Mitte, das ist nur zum ganz kleinen Teil genannt worden, aber es kommt immer wieder in diesen offenen Antworten die Frage nach Betrug und nach Gleichheit, was durch so ein Prüfungsformat dann uns letztlich auch zu diesen Thesen weiterleitet, zu denen wir ganz am Ende nochmal kommen werden. In dem zweiten Block zur Usability der Online-Prüfungen möchte ich gleich nochmal die Ergebnisse zeigen, die wir in den offenen Fragen haben. Was hätte hier geholfen? Und Sie sehen hier, die Antwort ist zum Großteil, dass im Prinzip eine Probeklausur den meisten geholfen hätte. Es gab, doch ich gehe jetzt auf die eine Frage ein, gab es Demo-Prüfungen bzw. Probeklausuren? Demo-Prüfungen gab es, die Probeklausuren wurden von einigen genannt, dass es durchgeführt wurde, aber zu einem Großteil nicht. Also Sie sehen, dass hier viele das sich noch gewünscht hätten. Der Probelauf selber ist dann nicht das Klausurformat, also ist eher das Format in diesem TUC-Examen. Die Klausur selber, da geht es eher, welche Fragen werden gestellt, wie schwer ist das, welche Themenstellungen gibt es. Aber ein Großteil sind hier in diesem, was hätte geholfen, sind Vorabinformationen, Gewissheit darüber, dass das alles funktioniert, eine Vorbereitung auf das, was kommen mag. Und auch hier möchte ich Ihnen gerne noch ein Zitat zeigen, was allerdings bei mir jetzt auch noch lädt. Kann man das schon sehen, Sascha? Ich kann es nicht sehen. Vielleicht kannst du es vorlesen von deinem zweiten. Bei mir lädt es noch, falls Sie das noch nicht sehen sollten, würde ich einfach das Zitat nochmal vorlesen von einer Studentin, ebenfalls Staatsexamen Grundschullehramt. Ein Testdurchlauf für alle Studierenden und die Lehrpersonen wären von Vorteil gewesen, um sich mit dem Konzept der Online-Prüfung vertraut zu machen und damit jeder den Ablauf kennt. Das heißt, was hier auch nochmal deutlich wird, dass die Lehrenden sich auch in etwas hineingestürzt haben, was sie vorher nicht kannten. Und dass das den Studierenden auch, das kommt ja unter diese Gewissheit in dieser Folie, die Sie noch sehen, auch eine Gewissheit, dass ich mich in einem sicheren Raum befinde, wo die Lehrperson Kompetenzen hat und mich sicher hier durch die Prüfung führt. Und damit möchte ich gerne weiterleiten. Genau, ich konnte schon weiterklicken. vielen Dank. Der zweite Themenblock, den wir jetzt schon eröffnet haben, ist eben die Frage der Usability. Wir haben uns da auch versucht, an etablierte Instrumente zu halten und hier natürlich erstmal jetzt ein paar exemplarische Items herausgepickt, um so ein bisschen zu zeigen, wo der Weg denn hingehen könnte. Das Erste, was ich vorstellen möchte, ist, es war sehr schwer, mit dieser Art der Klausur vertraut zu werden. Das ist natürlich ein gängiges Item, was dort auch in Usability-Fragebögen eben genommen wird. Und das zeigt sich eben, dass diese Online-Klausuren eben aufgrund dieser ganzen Dinge, die jetzt vielleicht schon genannt wurden, die Vorbereitung, wenige Probeklausuren, dass man halt noch keinen Kontakt hatte mit dieser Form der Klausur, eben schon zu einem höheren, zu einer höheren Einschätzung dieses Items führte. Also dass es schon etwas schwerer war. Das ist zwar hier in dem Fall nicht signifikant geworden, aber es ist nah an der Signifikanz dran. Jetzt habe ich wieder eins weitergeklickt, aber sehe es noch nicht. Die zweite Frage war, ob diese Art der Klausur, ob man mit dieser Art der Klausur Fragen eben effizienter oder schneller beantworten konnte. Auch hier gab es eher eine Tendenz in Richtung der Online-Klausur, dass man eben mit der Online-Klausur auch schneller Fragen beantworten konnte. Da gab es eben Antworten wie, es ist eine sehr simple und effiziente Lösung, eine Klausur zu schreiben, es ist viel entspannter,
und zeitgemäßer als eine Paper-Pencil-Variante. Also es scheint schon so zu sein, dass Studierende mit diesem Online-Format in einer Art und Weise besser zurechtkommen und dort auch effizienter ihren Abrufprozess gestalten können. Die Frage, ich fühlte mich unter Druck gesetzt, hat natürlich auch so eine emotionale Komponente, aber wird in vielen Usability-Fragebögen auch mit aufgenommen, aus dem Grund, dass eben dieser Druck auch häufig etwas mit dem Umgang der Klausur zu tun haben kann. Hier sehen wir auch wieder, dass es eine leicht höhere Einschätzung der Online-Teilnehmenden gab, also die eine Klausur haben. Da wurden auch sehr, sehr viele mögliche Probleme dafür genannt in den offenen Antworten, dass eben Zeitdruck da war, dass es Denkblockaden gab, dass es einen fehlenden Ansatz gab, was eher so persönliche Dinge waren, aber eben auch, dass man sich stark beobachtet fühlte bei denen, wo eben Proctoring auch durchgeführt wurde und dass es doch ab und zu auch technische Probleme hätte geben können, die einen so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlten lassen. Ja, die letzte Frage, die ich noch hervorheben möchte, ist, inwieweit würden Sie nach dieser Klausur wieder an einer solchen Prüfungsform teilnehmen, wenn Sie sich's aussuchen könnten? Das war ein Item, was wir selber generiert haben. Und hier haben wir einen klaren Vorteil der Präsenzklausuren gegenüber den Online-Klausuren. Das heißt, Studierende wünschen sich schon eher Präsenzklausuren wieder als Online-Klausuren. Das ist ein ganz spannendes Ergebnis, liegt aber wahrscheinlich an einer Vielzahl an möglichen Problemen, die aufgetreten sind oder hätten auftreten können und dem fehlenden Umgang der Studierenden mit Online-Klausuren, weil es an der TU Chemnitz eben zwar schon einige Testphasen gab, aber noch nicht in der Breite eben umgesetzt wurde. Gut, dann vielen Dank und wir machen weiter mit Janine. Genau, jetzt komme ich nochmal mich an einem Schluss und würde direkt die letzte Frage beantworten. Ist die Begleitstudie schon veröffentlicht worden? Nein, da wir gerade noch dabei sind, ich will jetzt nicht nach vorne springen, weil die Folien immer so schlecht mitwandern, aber wir sind gerade noch dabei, die Interviews, die Teilnehmerbeobachtung auszuwerten und noch einige Auswertungsgespräche mit den Lehrenden zu führen, jetzt im Nachgang der Prüfung. Deswegen ist sie noch nicht veröffentlicht und das wird, wie gesagt, im Laufe der nächsten Monate passieren. Wir haben aus dem Material, was wir jetzt schon ausgewertet haben, aber schon erste Thesen generiert, die wir auch gerne nochmal zur Disposition stellen. Und eine erste zentrale These ist, dass, wenn es keine technischen Probleme gibt, nehmen die Studierenden die digitale Klausur in der Regel als entspannter wahr, da die Prüfung in einer ruhigen, gewohnten Arbeitsumgebung geschrieben werden kann. Was wir finden, das ist eine ganz spannende These, die man natürlich auch noch weiter untersuchen kann, aber die auch zeigt, dass es schon ein großes Potenzial in dieser Klausurform gibt. Und eine weitere These, die wir aus unseren Daten generiert haben, ist, dass kompetenzorientierte schriftliche Prüfungen, also die Prüfungen, die zum Beispiel im Open-Book-Format geschrieben wurden oder die zum Beispiel als Take-Home-Examen geschrieben wurden, dass die, also kompetenzorientierte schriftliche Prüfungen, es vereinfachen, ein digitales Prüfungssetting vereinfachen, weil eben kein Proctoring beispielsweise notwendig ist und zudem auch noch Betrugsversuche erschweren und das dann die Studierenden natürlich auch wahrnehmen und als positiv bewerten. Jetzt hatten wir einen kurzen Entschuldigung. Aber wir nutzen mal die letzten 6 Minuten, um auf Ihre Fragen einzugehen und würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie sich zu den Thesen, die wir entwickelt haben, äußern wollen. Da können Sie gerne uns hier im Chat Ihre Gedanken schreiben oder uns auch darüber hinaus nach dem Vortrag gerne noch kontaktieren. Wir freuen uns über Diskurs, über Anregungen zu diesen ersten Ergebnissen. Und ich würde jetzt einfach mal hochscrollen und ich habe mir ein paar Fragen notiert, Janine. Vielleicht kannst du dir die letzten da noch angucken. Die Frage war nach dem Proctoring. Das waren die Lehrenden selber überlassen. Wir haben vom E-Learning-Team Empfehlungen gegeben, wie das Proctoring stattfinden kann, gerade für die Prüfungen, die als Closed-Book-Klausur geschrieben werden sollten, sodass es dazu
Kameraeinstellungen gab, die die Studierenden auf eine gewisse Art und Weise dokumentiert, also gefilmt haben, während diese Prüfung stattgefunden hat. Das heißt, die Studierenden haben sich in dieser Prüfungsplattform eingeloggt, um die Prüfung abzulegen, und zugleich haben die noch eine Videokonferenz geschaltet mit Videoübertragung ihrer einzelnen Gesichtszüge. Manche haben das auf die Hände gerne gehabt. Also es gab da sehr unterschiedliche Einstellungen. Anhand der Antworten konnten wir gut ableiten, wie strikt das eingehalten wurde, beziehungsweise wo es eine Open-Book-Klausur war, dass das die Studierenden dort auch als kompetenzorientierter empfunden haben, weil man tatsächlich auch anders lernen musste. Das sieht man an einigen Punkten sehr deutlich. Das heißt, die Durchführung selber gab es keine strengen Vorgaben, sondern das war durch diesen Freiversuch, den es an der TU Chemnitz im Sommersemester möglich machte, dass die Lehrenden das für sich durchführten, wie es in der Professur abgesprochen war. Und einige haben das sehr strikt gehandhabt, einige haben das eher lasch mit dem Proctoring oder mit der Prüfungsgestaltung überhaupt gehandhabt. Das heißt, die Frage nach den Taxonomiestufen, wir haben viele Weiterbildungen mit den Lehrenden durchgeführt, die wir begleitet haben. Dort haben wir sehr viele Prüfungsfragen auch nochmal beleuchtet und versucht aufzuzeigen, welche Konsequenzen das hat. Allerdings haben wir sehr spät erst über diese digitalen Prüfungen im Semester mit Regularien reagiert, sodass das Semester im Prinzip in der Lehre bei größtenteils schon durch war. Und wenn ich dann in meiner Lehre nie was anderes gemacht habe, als Studierende Folien zu lesen gegeben, kann ich schlecht eine Kompetenzorientierung auf den höheren Taxonomiestufen am Ende quasi auch prüfen. Also da haben wir viel gemacht. Ich denke, dass jetzt im Wintersemester beginnen wir wesentlich früher auch mit Weiterbildungen hinsichtlich Prüfungsgestaltung und einer Kompetenzorientierung und einer Anwendung von Kompetenzen in der Lehre, sodass das vielleicht auch nochmal eine große Veränderung geben wird hinsichtlich der Prüfungsgestaltung. Zu den Rahmenbedingungen hatte ich kurz gesagt, die Studierenden mussten das nicht akzeptieren, das Ergebnis. Die konnten quasi das Prüfungsergebnis sehen und sagen, ich möchte das oder ich möchte das nicht. In dem Fall konnten sie einfach das im nächsten Semester erneut schreiben. Und zum Probelauf, es gab Möglichkeiten, das in einer Demo-Version auf dieser Prüfungsplattform die Fragetypen, mit denen sich zu vertraut zu machen. Allerdings war das für manche sehr, sehr knapp. Und ich denke nicht, dass sie von ihren Dozierenden alle informiert worden sind, wie das alles funktioniert. Auch da fallen die Antworten sehr unterschiedlich aus. Wo ich erkenne, manche sehen das zum ersten Mal während der Prüfung, andere haben Antworten, wo es eine Prüfungsvorbereitung gab. Janine, hast du noch andere Fragen gerade gesehen? Ich habe gerade schon nebenbei ein paar Fragen beantwortet. Die gab es jetzt hier so an der Proctoring-Plattform. Also wir haben generell mit BigBlueButton gearbeitet und keine externen Anbieter hinzugezogen, und es ist auch nicht geplant, und diese ersten Resultate sind jetzt auch schon im Rektorat und werden diskutiert, weshalb also wir jetzt auch weiterhin mit unseren eigenen Plattformen, also Onyx, in unserem Lehr-Lern-Plattform, Opal ist es integriert, arbeiten und eben mit BigBlueButton als Möglichkeit im Proctoring zu machen, aber generell auch seitens der Hochschule empfehlen, eine Prüfungsform zu wählen, die eben das Proctoring nicht notwendig macht. Dann gab es noch eine Frage, wie wurden die Studierenden beobachtet? Also wir sind selbst mit in die Online-Prüfungen gegangen und haben also sozusagen dann auch als Teilnehmer mit in der Prüfung, also waren sozusagen neben den Dozierenden mit in der Prüfung, also im BigBlueButton, wenn es denn das Online-Proctoring gegeben hat. Und jetzt, ich sehe gerade noch einen Kommentar, und zwar, dass die Studierenden in der Hochschule das durchgeführt haben, um das und da ein iPad bekommen haben mit Tastatur. Man muss vielleicht sagen, dass bei uns an der TU Chemnitz noch das Publikum komplett außen vor ist. Wir dürfen die Uni noch nicht betreten. Dazu hat sich unsere Unileitung entschieden. Das heißt, bei uns gab es tatsächlich Ausnahmeregelungen für die schriftlichen Prüfungen, aber dazu reichen viele Räume nicht, gerade bei sehr großen Prüfungen. Deswegen haben wir uns zum Großteil entschieden, die Computerpools, wo nur wir haben nicht riesengroße Computerpools zum einen, aber diese Variante, dass die Studierenden vor Ort kommen, haben wir zum Großteil auch ausgeschlossen in den Computerpools. Also es gab vor Ort Prüfungen, aber wir brauchten noch eine Lösung mit sehr vielen Studierenden. Auch im Digitalen. Genau.
Ich kann noch kurz einen Satz sagen. Also wir haben ja jetzt sehr viel evaluativ begleitet. Das heißt, es sind jetzt viele Ergebnisse, die aus vielen Prüfungen standen, die mit unterschiedlichen Formaten und Lehrformen vorher auch begleitet wurden. Von daher ist es natürlich noch ein sehr gemischtes Ergebnis, aber wir wünschen uns natürlich in den kommenden Semestern eben auch vielleicht experimentell untersuchen zu können, wie sich verschiedene Online- und Offline-Formate unterscheiden, dass wir halt noch ein bisschen genauere Ergebnisse zu diesem Unterschied zwischen Online- und Offline-Klausuren dann eben auch bringen können. Dankeschön, Sascha, für das letzte Schlusswort. Ich hoffe, das war das letzte. Ich will es euch nicht so wegnehmen. Wenn noch was ist, dann bitte noch ein Schlusswort. Ansonsten möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken. Wir hatten sehr viele Teilnehmer dieser Session und es wurde sehr viel diskutiert und vielleicht kann die Diskussion auch weiterhin geführt werden auf den bekannten Kanälen. Ich möchte euch nochmal das Schlusswort geben, falls ihr noch was dazu ergänzen wollt. Und das war's von meiner Seite. Genau, also wir freuen uns, wenn wir weiter im Gespräch bleiben. Sie können uns gerne kontaktieren. Wir haben jetzt unsere Kontaktdaten gar nicht auf der Folie, aber die findet man ja über die Konferenzplattform. Und genau, wenn die Studie veröffentlicht ist, werden wir das natürlich auch über die gängigen Kanäle teilen und freuen uns auf einen weiteren Diskurs.